Ah, du bist ja schon online. Ja, ich beschäftige mich hier gerade mit einem dicken Wälzer. Das ist nicht Harry Potter 1 bis 8, sondern das ist Denis Salif. Erste Generation. Ja, Mensch, dass ich dazu auch nochmal komme. Also an dieser Stelle schon mal einen freundlichen Dank an den Patrick Hinte vom Autohaus Hinte, der mir das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Und ich bin jetzt das Fahrzeug gerade schon mal gefahren und ich bin jetzt tatsächlich am Gucken. Also da ist doch so ein bisschen was anders. Und damit ich euch einfach auch die Informationen geben kann, die ich euch gerne geben würde, suche ich tatsächlich gerade, wo zeigt mir das Auto an, was es gerade auf dem aktuellen Trip verbraucht hat. Das ist eine ganz banale Frage, die konnte ich noch nicht rausfinden. Und deswegen suche ich gerade mal. Und wenn ich es habe, dann melde ich mich wieder. Also ich hoffe, bis gleich. Wenn es dunkel ist, habe ich länger gebraucht. So, wir fahren. Also links vom Lenkrad gibt es eine Schalteinheit und dort kann man seine ganzen Einstellungen mit Trip und so weiter resetten, ausmachen und so weiter. Da hätte ich natürlich nie geguckt und insofern musste ich dann doch mal eben in die Anleitung gucken. Also unterwegs mit dem Nissan Leaf erste Generation. Details zum Fahrzeug folgen gleich später, während ich mir das Auto angucke. Ja, also wie fahren wir? Wir fahren, ich habe mich entschlossen, nicht im Eco-Modus zu fahren. Außentemperaturen, angenehme 20 Grad, strahlend blauer Himmel, wenig Wind. Und ja, nutze natürlich den Limiter, das heißt, damit ich eben nicht zu schnell fahre. km/h. Mal eben eingestellt. Ja, was habe ich sonst noch hier? Klimaanlage lasse ich wie immer bei den anderen Fahrten das Auto komplett übernehmen, sofern möglich natürlich. Also sprich, der Wagen stellt dann nach einer mir vorgegebenen Temperatur, 21 Grad an der Stelle übrigens, alles so weit ein, wie er es für richtig hält. Das dient einfach der Vergleichbarkeit auch zu den anderen Autos, die ich fahre. Ja, ansonsten, ja, Nissan Leaf erste Generation, meistverkaufteste Elektroauto der Welt. Sprich, so viel haben sie wahrscheinlich nicht falsch gemacht, ne? Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekomme, auch das Fahrzeug noch zu fahren, bevor es dann irgendwann auch zum Nissan Leaf 2 geht. Ja, was bleibt mir hier zu sagen? Strecke ganz normal, so wie ihr es von meinen anderen Videos auch kennt. Geht gleich rauf auf die Autobahn A27 Richtung Bremen, fahr dort wieder runter. Dort machen wir einen kurzen Stopp. Kleine Außen- und Innenanzeige und dann geht es auch schon wieder zurück. Bin ganz gespannt. Man muss natürlich an der Stelle erwähnen, wir haben es jetzt zwar 20 Grad draußen, Entschuldigung, aber wir haben auch schon Mitte Oktober. Das heißt, das Fahrzeug wurde, da es ein Händlerfahrzeug ist, schon auf Winterreifen gesetzt. Und mal gucken, was das für eine Auswirkung auf den Verbrauch hat. Also aktuell bin ich jetzt bei schmalen 14,6, was völlig okay ist. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Auch hier Autobahngeschwindigkeit, so wie ihr es gewohnt seid. Ich werde den Limiter gleich auf 130 stellen. Und ja, alles Weitere dann unterwegs. So, erste kurze Zwischeninfo. Wir liegen gerade beim Verbrauch von 17,8 Kilowattstunden auf 100. Immer noch auf Winterrädern, also so viel sei gesagt. Fahrzeug selber ist sehr, sehr leise, muss ich sagen. Ich überlege die ganze Zeit, ob der nicht tatsächlich vom Fahren her noch ruhiger ist als der Ioniq. Gefällt mir eigentlich recht gut. Hat im Bereich der A-Säule deutliche Windgeräusche. Also da wirbelt es umher.
Nichtsdestotrotz aber ein sehr ruhiges, entspanntes Fahren. Nissan Leaf erste Generation, also das Fahrzeug hier an der Stelle noch ohne Totwinkelassistent und ohne Spurhalteassistent. Also nicht die kleinen Helferlein, die ja natürlich eine Ioniq hat, liegt aber auch am Alter. Da muss ich gleich nochmal auf die Info gucken, wie alt das Fahrzeug wirklich ist. Hat jetzt 15.700 Kilometer runter und wird aktuell als Werkstattwagen des Autohauses Hintel benutzt. Sprich, wenn dann ein Kunde den Wagen da lässt, dann kann er auch mal E-Mobilität live erleben und bekommt dann einfach mal den Nissan Leaf mit. Finde ich eine sehr coole Aktion für alle die, die E-Mobilität mal ausprobieren möchten, sich aber nicht so richtig trauen, weil es ja vielleicht doch Teufelstechnik ist, hat man an der Stelle dann die Chance einfach mal ganz unverbindlich zu gucken, wie schlimm das denn wirklich ist. Autobahntempo jetzt aktuell gerade, auch wenn es sehr, sehr gemächlich und ruhig aussieht, wir fahren 130. Das ist das, was ich in den anderen Videos auch schon immer sage. Das ist auch hier bei mehr Verkehr einfach zu schaffen, mal 130 zu fahren, ohne dass man dann gleich irgendwie im Stau steht zum Feierabend. Wir haben es jetzt gerade, na gut, jetzt ist 13.17 Uhr an einem Freitag, da wird es noch nicht so viel Feierabend geben, aber das wird später auch noch kommen. Und es ist ja jetzt nicht wenig los hier, bin aber für ganz dankbar, bin jetzt nicht so der Fan vom Stau stehen. Von daher passt das soweit. Ja, ich muss gleich mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich habe gerade bemerkt, dass wir ziemlich präzise zum Schichtwechsel zu Mercedes fahren. 13:45 ist Schichtwechsel. So mit einem Außencheck oder so wird das dann schwer werden. Also ich gucke mal, ob ich da irgendwo einen Parkplatz finde. So, wo es hier gleich jetzt runter geht von der Autobahn. Muss ich hier mal eben ein bisschen einsortieren. Ja, kleines weiteres Fazit an der Stelle. Man sitzt recht hoch hier in dem Auto. Also das ist, hätte ich gar nicht gedacht vorher, habe mir gar keine Gedanken zu gemacht. Obwohl der Nissan Leaf ja durchaus zu der kompakten Sorte an Autos gehört, wirkt es hier doch eigentlich sehr luftig, sehr Van-mäßig, ne? Also eine recht hohe Sitzposition an der Stelle. Das, ja, wie gesagt, das hätte ich so gar nicht erwartet. Und nach wie vor sehr angenehmes Fahren. Muss ich ganz ehrlich eingestehen, ich bin den Nissan Leaf vorher nicht gefahren. Er stand ja durchaus auf meiner Liste der Fahrzeuge, die in die engere Auswahl gekommen sind. Ist einfach daran gescheitert, dass es ihn noch nicht gab. Also ich hätte den Nissan Leaf 2 gewollt, nicht den Nissan Leaf 1 hier. Das ist eine Frage der Optik, da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Also optisch von außen gefällt er mir einfach nicht. Und ja, hier muss ich ganz ehrlich sagen, vom Fahren her ist er sehr angenehm. Dem Ioniq wiederum gefällt mir natürlich, und das sage ich auch ganz bewusst, die tiefe Sitzposition. Ne? Also ich bin ja eher einer der sportlicheren Fahrer und mir gefällt das schon, wenn ich sehr dicht am Boden sitze. Aber ich denke mal, viele, die sonst Richtung Mini-SUV, CUV, wie sie alle heißen, diese Dinger, Kia Stonic und Hyundai Kona und was weiß ich, die werden so eine Sitzposition hier definitiv gut finden. Also das ist, da vorne ist er sogar hier, der Kia Sportage, auch ein SUV-Vertreter. Ich glaube nicht, dass er höher sitzt als ich. Aber ja, sehr, sehr angenehm. Verbrauch derzeitig sind 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Auch das absolut im Rahmen. Das ist gar nicht so viel mehr wie jetzt mein Ioniq verbraucht. Da war ich heute Morgen bei 15,5, also 1,5 Kilowatt. Das ist durchaus, er gehört damit eigentlich zu den sparsameren Fahrzeugen, von denen ich gefahren bin. Ne? Also er verbraucht definitiv weniger als der Smart ED. Er verbraucht weniger als der Fiat 500e. Was hatte ich noch? I-Pace lassen wir mal außen vor. Ja, also gar nicht so schlecht, muss ich schon sagen. Bin ja vorher den Leaf noch nie gefahren, guck mich auch gerade nochmal um hier.
ob ich irgendwas entdecke, aber sieht nicht so aus. Ich stehe jetzt an der Ampel, habe die Bremse getreten, dreht sie nochmal richtig fest durch gerade, damit ich da nicht auch was übersehe. Lass sie mal eben los und wir rollen. Sprich, er hat gar keine Holtfunktion. Und das ist etwas, das mag ich ja persönlich sehr gerne. Ne? Also ich kenne es von meinem Arbeitgeber, die Fahrzeuge durch festen Bremsdruck zum Stehen zu bringen, bis man dann wieder Gas gibt. Und dann löst er die Feststellbremse automatisch. Aber auch der Hyundai Ioniq hat das ja, ne? Diese Holtfunktion. Sobald ich längere Zeit stehe mit dem Bremspedal, wird im Display die Hold-Funktion, also steht dann Hold, wird dann von weiß auf grün und dann kann ich den Fuß von der Bremse nehmen und kann dann einfach warten, bis es dann losgeht, um dann Gas zu geben, dann löst er die Feststellbremse automatisch. Sehr angenehm, hatte der iPace ja nicht und Google Smart hat das ohnehin nicht und 4500 hat es nicht, also von daher, den nehmen wir noch mit. Ist das etwas, was ich sehr angenehm empfinde, aber tatsächlich gar nicht so verbreitet ist, wie ich es angenommen habe. Das nur mal eben zu den technischen Details. So, ich habe mich entschlossen, wir fahren wieder ins Parkhaus. Die Location kennt ihr auch schon. Einige Fahrzeuge habe ich hier auch schon angeguckt. Hier ist ein bisschen Ruhe. Da ist noch ein Kollege, der jetzt gerade seine Heimfahrt antreten möchte. Ansonsten ist hier wirklich nichts, was irgendwie stören würde bei dem Innen- und Außencheck. Also, mal eben kurze Information. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier durchgetickert kriege. Also eher der Energieverbrauch jetzt auf der Fahrt hierher. Eigentlich kann ich euch mal eben auch mitnehmen, finde ich. Ne? So, das schalten wir mal eben um. Und dann könnt ihr auch hören, was ich dann nämlich erzähle. Also, das ist das, was wir jetzt eben gemacht haben. 28,2 Kilometer, 17,1 ist der Verbrauch an der Stelle. 17,1 Kilowattstunden auf 100 natürlich. Und jetzt versuche ich einfach mal eben 55,1, jetzt ist er gerade umgesprungen, weil ich stehe und das Auto noch fahrbereit ist. Aber ich will es euch ja mal eben zeigen. Zeitaufwand jetzt läuft auch hoch, aber es waren weniger eben. Ich habe hier noch ein bisschen am Parkplatz gesucht, also es waren unter 30 Minuten. So, und das ist die relevanten Informationen. Ja, jetzt seht ihr auch mal hier ein bisschen das ganze Mickey Mouse Kino hier. Das ist der Nissan Leaf 1, das ist typisch für den. Und ja. Einmal links die Öko-Anzeige, in der Mitte an Geschwindigkeit, Außentemperatur 22 Grad, 13.39 Uhr haben wir es gerade. Das ist der Bordcomputer, rechts die noch verfügbare Reichweite, links ist die Temperatur der Batterie. Jo, hier in der Mitte ist dann der Touchscreen, den man hier hat, passt sich dem Sonnenlicht an, deswegen erkennt man den jetzt tatsächlich gerade sehr schlecht. Aber es soll gar nicht schlecht sein, nicht schlimm sein, also mit den verschiedenen Informationen hier an der Stelle, ne? Also ist natürlich alles Touch, spiegelt wenig, auch wenn man mein iPhone da jetzt so ein bisschen sieht gerade, ne? Aber versuchen wir gerade, ne? Das ist schon sehr gut. Einstellen der ganzen Gänge geschieht mit dem Knubbel jetzt hier. Da nochmal die Schaltdarstellung, ich bin jetzt im P-Modus, unten ist das USB-Kabel drin, die Klimaregelung, wie erwähnt, auf Auto und auf 21 Grad, so dass ihr dementsprechend auch die Vergleiche mit den anderen Fahrzeugen habt. Ne? Wenn ich jetzt mal eben gucke, ich habe es auf 21 Grad eingestellt, ob ich das mal eben zeigen kann, das weiß ich gar nicht. Ansonsten soll es das von hier erstmal gewesen sein. Hat auch kein Glasdach, kein Schiebedach. Wie gesagt, das haben die wenigsten Fahrzeuge. Zwei Hebel hier an der Stelle. Ne, einmal für Scheibenwischer, einmal für das ganze Lichtthema. Ja, elektrische Außenspiegel, elektrische Fenster hier, war die Türverriegelung. Und das hier, das ist übrigens der ganze Einsteller für Trip Informationen, ne? Also das, was ich vorhin gesucht habe in der Anleitung, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass der jetzt hier ist. Ich kenne es vom Lenkrad oder irgendwo aus dem Bereich. Ja, Lenkradheizung kann ich wie gesagt nur empfehlen, finde ich großartig. Ansonsten die Anschalte, die Symbole, automatische Laden, automatisches Lösen des
des Steckers, wenn er vollgeladen hat, sodass andere dann den abnehmen können und dementsprechend selber laden können. Ja, Entriegelung, das gucken wir uns gleich auch nochmal an dann. Ja, am Lenkrad selber habt ihr jetzt hier auf der linken Seite sämtliche Sachen zum Einstellen von dem Entertainment-System. Und auf der rechten Seite habt ihr dann sämtliche Informationen für das Thema Limiter, ne? Und die Eco-Taste. Ja. Materialien hier oben noch recht hart vom Plastik her, muss ich sagen. Also es ist wenig unterschäumt. Also auch hier, na, hört man. Na, hier ist es wiederum hinterschäumt, also in dem Bereich, na, Lederimitat. Aber sonst ist Plastik recht rustikal an der Stelle, möchte ich sagen. Ähnlich wie beim Fiat 500. So, gut, gucken wir uns mal den. So. Also hier, Türtaschen für eine Flasche und das ist großartig. Also, dass ich nicht der Größte bin, das weiß ich. Ich bin nämlich ungefähr 1,74, 1,75, so. Sprich, ich sitze jetzt hier hinten, der Vordersitz auf mich eingestellt und sieht man das? Das ist vom Platz her, das ist der Wahnsinn. Der hat richtig Platz hier drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Sitzheizung hinten hat er auch. Ne? Wir haben hier ein Nissan Leaf Accenter, für die, die es wissen möchten. Leider ein bisschen Gegenlicht. Ich gehe mal eben auf die andere Seite, dann können wir uns das mal angucken. So, also. Da schmeiß mal rüber hier. Der hat da echt schon ordentlich Beinfreiheit. So, also auch hier. Frau, das ist auf mich eingestellt. Hier, das, was man sieht. Also, leider recht flach. Ich kriege meine Füße da nicht wirklich unter. Also, ja, jetzt die Fußspitze gerade unter, aber sonst recht flach. Auch der Nissan Leaf hat einen in der ersten Generation Mitteltunnel, weil hier alle immer über den Ioniq meckern, über den EQC meckern, warum der einen Mitteltunnel hat, ne? Hat der Nissan Leaf 1 auch. Also, mal ganz ruhig hier an der Stelle. So, einmal Blick aufs Cockpit. Ja, für die, die es dann auch noch nicht erkennen an der Stelle, hier nochmal der Hinweis. Ne? 100% Elektro. Das Fahrzeug hat übrigens kein E-Kennzeichen. Das ist so lange angemeldet, da gab es das Thema E-Kennzeichen noch nicht. Ja, und sonst, der Kofferraum eines Leafs ist durchaus groß und zu gebrauchen, allerdings sehr zerklüftet, das ist bekannt. Ladetasche hier an der Seite. Kann hier oben gehalten werden. Hier eine sehr gute Idee übrigens. Ne? Fliegt das nicht so rum. Unten der Ladeziegel hier von Nissan. Vom Auto ist hinten nochmal die Tasche mit dem Wandereck. Ja, ansonsten recht tief. Also wir haben eine recht hohe Ladekante hier an der Stelle. Ja, auch hier. Sieht man mal. Man wirft also eher was rein in den Kofferraum. Ja. Das ist State of the Art. Ich muss gleich noch mal gucken, welches Baujahr der Wagen war. Hier haben wir nämlich alle Informationen zu diesem Auto. 30 Kilowattstunden Akku übrigens, für die, die es nicht wussten. Also etwas größer als beim Ioniq. 2016, da ist es. Das Auto ist von 2016, hatte hier noch 14.000, hat inzwischen ein bisschen mehr runter, 109 PS. Automatik natürlich, Elektromotor auch. So, und das ist der Grundpreis mit den einzelnen Ausstattungsvarianten. Solarspoiler, gucke ich gleich nochmal eben. Listenpreis 35, ihr für 98, sind 36. Nachlass 9.000, könnt ihr haben für knapp 27.000 dieses Fahrzeug. Einparkhilfe. Multifunktionslenkrad, selbstverständlich Klimaautomatik, Tempomat, Navigationsgerät natürlich, Regensensor, Seitenspiegel, Beheizlichtsensor, alles was das Herz begehrt. Sitzheizung vorne, hinten, beheizbares Lenkrad übrigens, ich erwähne das immer gerne wieder, mega cool und will ich nie wieder missen. Ja.
Und hier oben steht noch Nissan und Citroën. Inzwischen hat Autos hinter aber auch Kia. Und da warte ich ganz gespannt auf den neuen Niro als Elektro. Der kommt aber wahrscheinlich erst im Frühjahr. So, also, wer so einen Nissan Leaf noch nicht kennt, der muss Freund von speziellen Geschmäckern sein. Solarspoiler übrigens hier oben, ne? Da ist er. Spannende Geschichte. Kannte ich bisher noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ich kenne eigentlich schon alles an Elektroautos, ist aber gar nicht so. Ja, und die Front des Nissan Leaf. Ja, kann jeder sagen, was er möchte. Ich selber bin überhaupt kein Fan hier von diesen sehr, sehr, sehr froschäugig anmutenden Frontscheinwerfern. Das sieht man vielleicht, wenn ich mal eben hier so mache. Also, ne, die gehen hier tatsächlich sehr stark runter. Ne? Hier an der Stelle, hier sind wirklich drauf gesetzt. Ja. Und das, was vielleicht vorne noch spannend ist, das kann ich auch mal eben zeigen. Machen wir hier mal. Ah, es ist ein Nasenlader, was ich partout mal gut finde. Und das, was wir hier unter haben, ist auch hier. Das ist Shademo. Ne? Das ist der japanische Standard, der leider von Ionity in Deutschland zum Beispiel nicht unterstützt wird. Und sorry, das ist der natürlich. Ich bin gerade verwirrt. Sorry. Das ist der Shademo-Stecker für den Gleichstrom. Und das ist der Typ 1. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Also, ich war der Überzeugung, der hätte einen Typ 2 Anschluss. Ja, gut. Wieder was gelernt. Also, sorry. Ja, das war Vorführeffekt live, aber... Mensch, hab ich was gelernt gerade. Da gehe ich doch glatt nochmal in den Kofferraum. Heidewitzka, tatsächlich. Also das hier, meine Lieben, ist ein Typ 1 Stecker. Das wusste ich nicht. Also da habe ich gerade live mit euch was gelernt. Der Nissan Leaf Accenta hier, so wie er steht, hat auch noch Typ 1. Das heißt, ohne Adapter kann man hier ohnehin in der jetzt ausgebauten Infrastruktur mit dem Fahrzeug gar nicht mehr so viel anfangen. Shademo, klar, Gleichstrom. Aber es gibt ja inzwischen auch am Edeka, Aldi, Rewe etc. überall immer mehr Typ 2 Ladesäulen, wo man während des Einkaufes dann das Fahrzeug laden kann. Übrigens die Räder hier, die ich gerade sehe, müssen wir das selber angucken. Das sind Fulda Winterräder, ne? Kristall nennen die sich. Die sind sehr, sehr leise. 255, 16 Zoll. Ist die gleiche Größe, die auch der Ioniq hat. Ich fahre selber ja die Continental TS 860. Werdet ihr fahren. Egal, sind auch sehr leise. Und die sind schon gut, aber jetzt die Fulda kann ich sehr empfehlen. Wer noch welche sucht, also die Fulda sollte man sich mal angucken. Die sind echt laufruhig, richtig leise. Gut, so viel zum Außencheck. Ich würde sagen, machen wir es auf den Heimweg. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Also ich habe eben gesagt, Mensch, ganz schön dunkel und habe hier versucht, mit meiner Hand ein bisschen was zu halten und so weiter, um euch das zu zeigen. Ihr habt nichts gesehen. Und ich stehe fest, da unten, zack, kann ich es umschalten und schon sieht man was. Dann kann ich euch hier nochmal das Menü zeigen. Ne? So, ja, möchte ich gerade mal eben abbrechen. So, möchte mal eben jetzt nochmal das Hauptmenü zeigen. So, da ist es. So,
Also, sehr klar strukturiert, ganz smooth ist beim Streichen, also das mag ich, ne? Man sieht das hier, der geht ziemlich genau mit meinem Finger mit, genauso soll es sein. Also, haben sie gut gemacht, mach ich gut ein. So, gehen wir wieder auf die Karte. Hier sind wir gerade mitten im Nirgendwo, weil es ein Parkhaus ist, und fahren wieder zurück. So, zurück geht's. Für die Leaf-Fahrer unter euch, die fragen, in welchem Modus ich fahre, bei mir steht da inzwischen ein großes B unten im Display. Das heißt, der Leaf-Akzenter hat ja die Möglichkeit, dass ich diesen Modus unterstütze an der Stelle. Er rekuperiert dann stärker und hat mehr dieses One-Pedal-Drive-Feeling. Und das ist ja, wie ihr aus meinen Videos kennt, eigentlich das, wie ich gerne ein Auto fahre, ne? An der Stelle. Ja, lass mal den Bus mal hin vor. Ja, also zurück geht es. Verbrauch derzeit bei 17,4. Klimaanlage Auto. Und mal sehen, was. Ja, nach wie vor muss ich sagen, unheimlich ruhiges Fahren. Die Reifen sind sehr gut. Also die haben ja immer einen guten Einfluss drauf, aber es scheint auch die Entkopplung von dem Fahrzeug, sprich von Fahrwerk zum Innenraum, sehr, sehr gut funktionieren. Diese Strecke, die ich jetzt hier gerade fahre, die hat so kleine Schlaglöcher jetzt hier an der Seite und so weiter. Da dringt wenig von in den Innenraum. Das ist definitiv beim Ioniq mehr. Ich fahre meinen Ioniq unheimlich gerne und ich bin auch der Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung war. Aber an der Stelle muss man ganz ehrlich sagen, da ist ein Nissan Leaf aus dem Jahre 2016 ruhiger. Also, das ist schon ein gutes Fahren hier an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht Spaß sogar. Da ist dann eher das Optische das, was mir nicht gefällt, ne? Da bin ich auf den Nissan Leaf 2 jetzt gespannt, den ich hoffentlich dann auch im Frühjahr fahre. Jetzt muss man schon ganz klar sagen, der Winter kommt mit großen Schritten und dann werden diese Vergleichsfahrten dann mit den Fahrzeugen nicht mehr so klappen, weil ich eigentlich gleiche Außenbedingungen haben möchte. Und an der Stelle ist das einfach mit einem 10 Grad, 5 Grad trotz Sonnenschein dann nicht mehr gegeben, also warte ich da auf im Frühjahr dann sicherlich Kona, Niro, Leaf 2, E-Golf. Gibt noch jede Menge Fahrzeuge, die gefahren werden möchten, und ja, da warten wir dann aufs Frühjahr. Jetzt im Winter habe ich dann mir überlegt, dass ich dann eher die Fahrten mache mit dem Ioniq, die interessant sind, mit den Winterrädern, um zu gucken, was zählt hier mehr, habe ich schon mal erwähnt. Bringt es unheimlich viel, das Auto vorzuheizen morgens, dass man die Batterien schon auf einem gewissen Temperaturlevel hat. Das werden wir alles rausfinden. Ja, falls ihr überhaupt mal die Frage stellt, warum fahre ich jetzt eigentlich ein Auto, was es so in der Form gar nicht mehr zu kaufen gibt, sprich als Neuwagen, das ist ganz einfach. Ich glaube einfach, dass die Gebrauchtwagen derzeitig immer mehr werden, sei es Smart, den ich ja auch gefahren bin, den ersten, also die zweite Generation des Smarts als Elektrofahrzeug. Oder eben jetzt auch Nissan Leaf, E-Golf wird immer dazukommen. Und ich möchte einfach auch mal einen Überblick bieten über die Fahrzeuge, die es halt nicht nur neu gibt, sondern die man auch gebraucht bekommt. Und da gehört Nissan Leaf natürlich als meistverkauftester Elektrowagen weltweit definitiv dazu. Und deswegen für mich ganz wichtig, auch mal zu zeigen, was so ein wirklich schon ein Fahrzeug, was länger auf dem Markt zu haben ist, eigentlich noch kann. Oh, muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, weil Opa hier fährt gerade mit 60 auf die Autobahn rauf. Das könnte spannend werden. Der Mann ist jetzt schon bei 70. Heidewitzka. Ja. Gut, also, für mich einfach nur das
Zeigen von, was gibt es auch auf einem Gebrauchtwagenmarkt an wirklich nützlichen Fahrzeugen im Bereich der E-Mobilität. Und da gehört ja der Nissan Leaf absolut dazu. So, 130. Ei, da ist ein Unfall. Ei, da muss ich gleich zurück. Ja, ein bisschen Feierabendverkehr, wie man sieht. Nichtsdestotrotz sind 130 km/h durchaus möglich gerade. Fahre ich auch. Ja, Nissan Leaf. Also nach wie vor ein sehr, sehr angenehmes Fahren an der Stelle, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut laufruhig, spurtreu. Also der fühlt sich auf der Autobahn genauso wohl wie auf der Landstraße oder in der Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nicht so schlecht. Also wäre für mich definitiv ein Fahrzeug, wenn es optisch meinem Wunsch entspräche, dem fahrerischen entgegenkäme. Es macht, es ist wie gesagt ein sehr, sehr entspanntes Fahren. Also kann ich mir gut vorstellen, mit so einem Fahrzeug auch mal eine längere Tour zu fahren, auch mal in Urlaub zu fahren oder so. Das macht, ja, ist schön so. Ich weiß gar nicht, ob der Nissan Leaf 1 Thermalmanagement hat. Das werde ich unten jetzt nochmal reinschreiben, weil das ist ja das, was derzeitig beim Nissan Leaf 2 unter dem Stichwort Rapid Gate durch die Kommunen und durch die Foren geht. Sprich, das, was ich eben sagte, mal eben in Urlaub zu fahren und zwischendurch zwei, dreimal schnell zu laden, könnte durchaus dazu führen, dass man ungeplant längeren Stopp einplanen muss, weil aufgrund des fehlenden Thermalmanagements der Akku so warm wird, dass das Fahrzeug berechtigterweise die Leistungsaufnahme durch den Schnelllader begrenzt, um eben Fahrzeug bzw. Batterie nicht zu schädigen. Und somit ist nach dem zweiten, dritten Mal Schnellladen die Ladekurve so weit unten, dass man dann nicht 20, 30 Minuten irgendwo steht, sondern nochmal eben 1,5 Stunden. Das sind natürlich Pausen, die man seiner Frau zum Beispiel ungern erklären möchte, weil da auch das Verständnis an der Stelle natürlich überhaupt nicht vorhanden ist. Also es gibt viele Menschen, die natürlich die E-Mobilität mit Ladezeiten unheimlich kritisch sehen. Und wenn man denen dann noch erzählt, dass sie nach zweimal tanken im Prinzip danach nicht mehr so schnell tanken können, dann zeigen die einem einen Vogel. Fühlen sich natürlich absolut auf der richtigen Spur, dass sie weiter ihren Diesel fahren. Und das ist natürlich überhaupt nicht förderlich im Sinne der E-Mobilität, wenn man mit solchen Fahrzeugen dann in den Markt geht. Also an der Stelle kann ich nur alle, die jetzt gerade zugucken und was damit zu tun haben, bitten, achtet doch bitte auf ein vernünftiges Thermalmanagement, auf vernünftige Ladekurven. Und macht es dem Wechsel von einem fossilen Fahrzeug auf einem E-Fahrzeug nicht so schwer. Es ist alles keine Raketentechnologie. Man muss nur einmal jemanden haben, der vernünftig mit dem ganzen Thema sich auseinandersetzt und vielleicht einfach mal ein bisschen recherchiert. Denn das gehört zum A und O eines jeden E-Fahrzeugs dazu, dass ein vernünftiges Thermalmanagement im Winter und im Sommer dazu führt, dass das Fahrzeug genauso eine Ladezeit hat wie unter Idealbedingungen bei 20 Grad. Das war's schon wieder bei der Autobahn. Wir fahren hier runter und haben dann eigentlich schon fast das Ziel unserer Reise wieder erreicht. Das gucken wir gleich mal, wenn ich aus der Kurve raus bin, wo wir vom Verbraucher liegen. Wie gesagt, das Fahren selber ist unheimlich entspannt. Mir fehlt so ein bisschen das Einstellen der Rekuperation. Macht irgendwie ein bisschen selber hier, merke ich gerade auch. Also es ist recht stark. Aber das selbst zu steuern, das gefällt mir dann doch besser über die Schaltpedals. So. Also ein E-Motor, das leichte Heulen, Pfeifen, finde ich überhaupt nicht unangenehm.
gehört für mich zu einem E-Motor dazu. So, danke für die rote Ampel. Können wir mal eben gucken, wo wir liegen. 17,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das heißt, Rückfahrt hat ein bisschen mehr gebraucht. Wir liegen jetzt bei 54,3 Kilometer. Mittlere Geschwindigkeit. Ja, durch den Stopp, das ist natürlich doof, wenn wir resetten müssen. 48,8, also. Das wird immer noch so um die 52, 55 km/h werden das sicherlich sein. Also das liegt jetzt einfach daran, dass ich vorhin beim Check und so weiter das Fahrzeug im P-Modus gestanden habe und somit die Fahrtdauer sich auch so ein bisschen über die Geschwindigkeit auch so ein bisschen, also die mittlere Geschwindigkeit errechnet sich über die Fahrtdauer und der Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt lange stehe, zum Beispiel auch im Stau, und woher soll das Auto wissen, ob ich gerade im Stau stehe, ob ich gerade einen Außencheck und Innencheck mit euch mache. Von daher wird diese 0 km/h negativ mit reingerechnet und meine Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt. Aus der Erfahrung heraus weiß ich ja, dass wir durchschnittlich bei zwischen 55 und 62 km/h sind, je nach Verkehr. Jetzt war eben ein bisschen mehr Berufsverkehr und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir dann es wird sicherlich 52 bis 55 km/h sein oder so. Einfach aus Erfahrung heraus. Überlege ich mir jetzt gerade, hätte ich das eh noch mal resetten sollen? Ach, weiß auch nicht. Ist nun so, kann ich nicht ändern. Fahrt ist gleich vorbei. Kommt noch ein kleines Fazit und dann bringen wir das Fahrzeug zurück. Und dann gab es ja eben auf der Gegenfahrspur den Stau. Das heißt, da muss ich dann irgendwie nochmal gucken, wie sich das da gerade entwickelt. Zum Glück waren die Rettungsfahrzeuge alle schon da, sodass die Hoffnung besteht, dass es sich dann doch recht schnell auflöst. Aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, kurzes Fazit an der Stelle. Es ist sonnig, es sind 23 Grad und 17,5 Kilowatt auf 100 Kilometer verbraucht. Durchschnittsgeschwindigkeit waren dann dementsprechend 48,1 km/h. Ja, so viel zum Leaf. Ja, mit Sonnenbrille, Blende runter geht es dann schon besser. Musste jetzt mal eben noch meinen Nachbarn verarzten, weil wenn man so ein Auto hier am Hof stehen hat, dann kommen sie an und sind natürlich sehr interessiert an den Fahrzeugen. Ja, mein Fazit zum Nissan Leaf. Warum bin ich das Auto gefahren? Für mich ist das eines der Top-Gebrauchtfahrzeuge im Elektromarkt und somit neben dem Smart ED natürlich eines der Fahrzeuge, die jetzt auch häufiger im Gebrauchtwagenmarkt zu finden sind. Von daher war es für mich einfach wichtig, dass ich so ein Fahrzeug auch mal fahre, um zu zeigen, Mensch, der Gebrauchtwagenmarkt bei Elektrofahrzeugen bietet ja auch alles. Das Fahrzeug so hier mit den 15.000 Kilometer runter soll 26.000 Euro kosten. Das ist natürlich jetzt gerade mit den BAFA-Prämien, die es ja auf Elektrofahrzeuge gibt, wo ein Herstelleranteil von 2.000 Euro gewährt wird und der Anteil der Bundesregierung 2.000 in Summe mit Mehrwertsteuer etc. sind das dann in Summe 4.380 Euro. Und die 4.380 Euro bei einem Ioniq zum Beispiel führen dazu, dass der dann irgendwie für 28.000, 29.000 erhältlich ist. Also sprich, als Neuwagen 2.000, 3.000 Euro teurer ist als so ein Nissan Leaf und dann eigentlich auf dem gleichen Level fährt. Das muss jeder für sich wissen, aber der Markt wird kommen und der Markt wird definitiv auch größer werden und die BAFA-Prämie ist auch endlich und irgendwann kräht da kein Hahn mehr nach, ob es da mal eine BAFA-Prämie für irgendein Fahrzeug gab oder nicht. Und dann ist dieses Fahrzeug durchaus interessant. Für mich, es ist immer das Optische, das habe ich schon mal gesagt. Aber jetzt mein Nachbar sagte auch gerade, Mensch, er findet den gar nicht so hässlich. Und das ist auch ein cooles Fahrzeug, kannte er nicht. Interessiert sich aber auch selber gar nicht so für Elektrofahrzeuge bisher. Von daher, ja, es gibt garantiert Menschen, die fahren gerne auch ein Nissan Leaf. Und dafür muss ich ehrlich sagen, ist das ein Top-Fahrzeug. Der ist absolut autobahntauglich, der fährt wirklich richtig gut, der ist sehr, sehr leise. Also ich glaube, der ist leiser von den Antriebseinflüssen, also Radreifengeräusche, als der Ioniq, definitiv. Also besser gekapselt, was das angeht.
Ja, 109 PS ist nicht ganz so spritzig wie der Ioniq, gerade durch das Umstellen im Ioniq auf den Sportmodus. Da zieht er schon richtig gut. Also, und man merkt auch bei dem Leaf, ähnlich wie beim Ioniq, das ist ein Frontkratzer, der hat den Antriebseinfluss vorne auf der Achse und die verliert schon sehr schnell an Schlupf. Das ist einfach so bauartbedingt und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da muss man bei Elektrofahrzeugen auch eher mal gucken, dass man die mit einem Heckantrieb versieht oder gleich mit Allradantrieb, so wie es Tesla macht auch. Das sofort verfügbare Drehmoment eines Elektrofahrzeuges auf eine Vorderachse zu platzieren, das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach zu viel, das kommt überfallartig und das kriegen die überhaupt nicht auf die Erde. Und da macht ein Heckantrieb mehr Sinn. Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr positiv überrascht vom Nissan Leaf. Ein wenig schade, dass Nissan nach wie vor auf CHAdeMO setzt, auch hier in Europa. Das macht ja zum Beispiel Hyundai und zukünftig auch Kia anders, die dann in dem Moment auf CCS, Combined Charging System, auf den europäischen Standard setzt. Und somit partizipiert von dem ganzen Ausbau durch Ionity und wie die anderen alle heißen. Klar, Allego setzt jetzt ähnlich wie Fastnet auf die Triple Charger, wo CHAdeMO immer noch dabei ist. Aber ich glaube schon, wenn sich in Europa auf ein Ladesystem geeinigt wurde und das heißt hier CCS an der Stelle, dann müsste man da doch schon so ein bisschen ins Grübeln kommen, ob man nicht versucht, seine Fahrzeuge für den europäischen Markt mit CCS auszurüsten. Ein Mercedes EQC kommt ja auch nicht auf den japanischen Markt mit einem CCS-Lader und sagen, ja Mensch, dann müsst ihr halt mal mehr CCS aufbauen, damit wir unser Auto auch bei euch laden können. Nein, da kriegt ihr ein CHAdeMO und ein Typ-2-Dose ins Fahrzeug gebaut, was dazu führt, dass er neben der Tankklappe, da wo die Tankklappe ist und jetzt heute der CCS ist, hinten an der Schürze nochmal ein Einsatz ist, wo dann nochmal ein Typ-2-Anschluss ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, macht das Auto Spaß. Nochmal einen schönen Dank ans Autohaus Hinter, an den Patrick an der Stelle und ich bin schon ganz gespannt auf den Nissan Leaf 2 und auf den Kia Niro e.V. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video auch wieder gefallen. Daumen hoch, wenn mir gefallen. Man guckt da doch schon ein bisschen drauf. Und ja, dann demnächst mehr in diesem Theater. Ich genieße jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter. Und das hoffe ich, dass ihr das auch tut. Die nächsten Videos kommen. Und das werden die kalten Videos im Winter sein. Also, bis dann. Tschüss.